Tut euer Lieblingsaroma rein. Pfefferminze. Erdbeere. Oh, eines Hundes, der mich gebissen hat. Schnuffi, du wurdest überfahren von Thorsten. Ich bin Torben. Nicht mal Mario. Ich will, was möchte ich? Aloha, ich hätte gerne eine Gelee-Banane. Ja, bitte. Mach hallo. Ich suche euch die Banane. Nee, danke, ich hab schon eine. Das darf ich euch leider nicht verraten. Ist nämlich streng geheim, müsst ihr wissen. Hagrid, jetzt mal ohne Scheiß. Du bist fett, du bist hässlich und du bist haarig und du stinkst. Wir tun wenigstens so, als ob wir dich mögen. Und du könntest jetzt mal so freundlich sein, uns das Geheimnis zu verraten. Richtig. Meine Rede. Fällt mir gerade ein, dass ich ja vorhin einen Stein gefunden habe. Ich habe so das Gefühl, der hat jetzt was zu bedeuten. Voldemort hat also doch meine Eltern ermordet. Er hat mich mit dem Stein beworfen und seitdem habe ich diese peinliche Narbe an der Stirn, wegen der mich alle auslachen. Noch jetzt habe ich einen Stein. Und um das alles logisch zu verknüpfen, brauche ich jetzt die Jeopardy-Musik. Harry, was ist dein Geheimnis? Mein Geheimnis für glänzendes, volles Haar? Head and Shoulder. Nein, dein Geheimnis für Männer. Oh. Erst die Geschichte mit Severus Snape, jetzt die Sache mit Gilderoy Fickchart. Warum wollen alle Männer mit dir schlafen? Es wollen überhaupt nicht alle Männer mit mir schlafen. Da würde ja Ron auch was von mir wollen. Aber ich will was von dir. Ron zählt nicht. Warum? Der wollte beim Mittagessen auch eine Frikadelle ficken, weil sie geil gerochen hat. Ja, nach Fleisch. Oh Mann, hoffentlich kriege ich einen Glumanda. Oh, tut mir leid, es ist nur ein Pikachu! Ich hab eine Vagina. Nette Familie. So, dann legen wir das Kind jetzt mal hier auf die Türschwelle. Und dann drücken wir die Türklingel und rennen ganz schnell weg. Dann lese ich mal eben Harrys Gedanken. DuckTales, Lass dich ja auch nicht drauf ein, Harry. Aber ich mag Lakritze. Der Wichser will uns nur in die Wäsche, also lenke lieber ab. Oh, da fliegt Superman. Das war eine gute Ablenkung, oder? Weil Superman ist eine fiktive Figur und die gibt's gar nicht. Jo, das habe ich wohl verstanden. Sie wohl nicht, was? Ich hab's kapiert. Also wie kann er lutschen, was? Halt, warten Sie. Moment, hinter Ihnen steht ein dreiköpfiger Affe. Wo? Ah, schon wieder drauf reingefallen. Aber ich meine, der Hund, der war doch auch ziemlich... Ich meine, er hatte drei Köpfe. Das finde ich ziemlich paranormal. Waren noch sechs, du weißt doch gar nicht, was paranormal bedeutet. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Hör zu, wenn Ron sagt, dass er das weiß, dann weiß er das, okay? Ja, ist klar. Der weiß ja nicht mal, was Isopropylprofilmierbarbitursaurus-Phenylethylaminopyrazolon ist. Und das weiß ja nur jeder. Der kann sich ja nicht mal selber ein Brot schmieren. Ich will nichts mehr mit euch zu tun haben. Guten Morgen! Herzlich willkommen hier in Gemüse, Kräuterkunde, Unterricht. Heute lernen wir, wie man Blumen im Topf. Da tu dir mal hier an den Tisch reinkommen. Ich tu dir gleich mal so eine flotte Blume da hin tun. Ja, könnt ihr lernen, wie man die unterkommt. Eine Frage, ja, bitte? Ja, also meine Frage wäre: Haben Sie ein Fischstäbchen im Mund und sprechen deshalb so behindert, oder kann es sein, dass Sie wirklich geistig zurückgeblieben sind? Dann wäre meine nächste Frage: Warum wird uns als Zauberern Blumen umtopfen von der Mongo-Oma beigebracht? Das ist eine gute Frage und sehr gut für Gryffindor! Hey, cool. Das nächste Mal frage ich die Lehrerin, ob sie Mongo ist. Hallo, meine Damen und Herren! Kennen Sie noch Woods Super Duper Shop? Vergessen Sie! Denn jetzt kommt Woods Hyper Duper Shop! Es ist billiger. Hey Harry, weißt du, was ich gerade in meiner Hand halte? Es ist der neue super sauber Wegwischbesen von Woods Hyper Duper Shop. Wieso erzählt sie mir das alles? Ich kann dir noch viel mehr erzählen, wenn du mit zum Verkaufsgelände kommst. Doch was ist das? Ist das etwa mein Erzrivale Flynn von Flynns Mega Negastore? Flynns Mega Negastore. Na los, Drache, verbrenn Harry! Ich will Fleisch! Ich auch. Ich komm da gleich hoch und geb dir Fleisch! Okay, Ron, merkt ihr, wir parken neben einer großen Weide. Also, ihr müsst euch die... Kannst du mal aufhören mit diesen Wichsgeräuschen? Ein Wichsen, die Schmatze. Ja, ist klar. Oh,
Albernes Zauberstabgefuchtel und kindische Hexereien wird es hier nicht geben. Was? Das wird es hier nicht geben? Ich bin im falschen Kurs. Wer greift denn überhaupt an? Ich sag nur eins, die Russen sind da. Ach, Wichser, Penis, Schwanz, guten Morgen, Schwanz. Ey, was für ein Tourette-Spasti, ey. Oh, ich glaub, mich fickt ein Pferd. Jungs, seid ihr wirklich so notgeil, um mich von irgendeinem so Monster aus dem Wald entjungfern zu lassen? Wieso entjungfern? Guten Abend, Professor Dumbledore. Und? Wo ist jetzt das Kind? Hagrid holt es gerade. Hagrid? Ist das nicht dieser hässliche, haarige Kerl? Sie haben Fett vergessen. Und ich sag, nee. Und sie sagt, doch. Und ich sag wieder, nee. Und dann sagt sie, doch. Naja, aber letzten Endes hab ich dann doch den Hut bekommen hier. Schön, ne? Ja, sie wollte mir eigentlich was über den... Ja, da bin ich doch gerade bei. Das gehört alles zur Geschichte. Du musst auch die Hintergrundstory kennen, um alles verstehen zu können, weißt du? Mhm. Es nützt nichts, um den heißen Brei herumzureden. Man muss auch mal auf den Punkt kommen, ja? Ja. Einfach mal frei heraus sagen, worum es geht und nicht einfach, oh, sieh mal hier, ich hab mir vorhin Marmeladenbrot geschmiert. Hier, klebt noch dran. Ist das die Gute von Schwartau? Das für eine Schrift. Ja, ich glaube, der Typ aus Russland oder Polen oder so. Herzlichen Glückwunsch. Kriege ich jetzt einen Nintendo? Ja, da hinten. Geh mal weg, ja? Ja. Heute lernen wir, wie man Eierkuchen macht. Wer sagt mir denn mal eine Zutat? Eier. Oh, das geht ja schnell. Meine letzte Klasse, fasst du das nicht? 250 Gramm Mehl, 400 Milliliter Milch und dann noch... Moment, ich bin noch beim Eierschreiben. So schnell kann ich nicht. Das steht gar nicht, Eier. Ich hab gesagt, du sollst die Schnauze halten. Verdammt nochmal. Ja, was geht ab? Was geht ab? Wow, fettes Graffiti. Alle, die nicht auf Hip-Hop stehen, sollen sich jetzt verpissen. Oh, scheiß Hip-Hop. Alle bis auf euch vier. Okay, wir sind aber drei. Oh, da habe ich da Dreck an meiner Brille. Ja, danke. Können Sie bitte Ihre Hand von meinem Knie nehmen? Das ist sexuelle Belästigung. Wenn ich jedes Mal 10 Cent kriegen würde, wenn mir das jemand sagt, dann wäre ich jetzt reich. Was wollen Sie von mir? Liebe, Harry. Liebe. Suchen wir ein Paar. Potter, Weasley, habt ihr Lust? Wir sind kein Paar, wir sind nur gute Freunde. Weasley verbreitet Dummheit, wo er geht und steht. Man spürt förmlich seinen eigenen IQ sinken, wenn man ihn nur... Ich frag mich, ob Hühner Ponys fressen können. ...ansieht. Oh, verdammt, es ist schon 11 Uhr. Hätten wir nicht um 8 Uhr in die Schule gemusst? Ja, war das nicht schon vor einer Woche? Rats in captivity. Alter, ich kann kein Englisch. Ich bin's, der Udo. Das schreibe ich mal eben an die Tafel so. Das steht gar nicht, Udo. Genau. Oh, weißt du, wie egal mir das ist? Ich bin doch nicht euer Deutschlehrer. Ich lehre hier das grausamste Fach an der gesamten Schule, ja. Mathe? Sport? Hauswirtschaftslehre. Ich habe Unterleibsschmerzen und Übelkeit. Ich glaube, ich krieg meine Regeln. Vergessen Sie es, Malfoy. Das haben nur Mädchen. Gleichberechtigung. Nein, das gibt's auch nur für Mädchen. Was kommt da raus? Weiß ich nicht, ich kann nicht mehr rechnen. Die haben mir das Pavian-Gehirn wieder rausgenommen. Weißt du, stattdessen habe ich jetzt einen Quietsche-Hamburger in meinem Kopf. Oh, und wenn du noch deinen Hund hättest, würde der sich drüber freuen. Guten Tag, Kinder. Guten Tag, Madame Hooch. Guten Tag, Amanda. Guten Tag. Wer zum Teufel ist Amanda?